Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute vom Traunsee, Gmunden am Traunsee. Wer von euch war denn schon einmal am Traunsee? Schreibt es mal gerne unten rein in die Kommentare. Ich nehme euch heute mit auf eine Tour, die ich schon oft gemacht habe. Ich gehe auf den Traunstein rauf und wir gehen über den Naturfreundesteig auf den Wächter des Salzkammerguts rauf. Da hinter mir ist ein Gedenkstein für die Opfer, die am Traunstein umgekommen sind bis jetzt. Und wir gehen den Weg einfach zurück. Da geht es einmal durch zwei Tunnel durch. Zustieg, ja, schätze mal 20 Minuten gute. Und nachher sind wir beim Einstieg Naturfreundesteig. Ich bin bei ca. 5 Grad weggegangen, es ist ziemlich kalt. Hier unten allerdings windstill. Der Naturfreundesteig ist einer von den 3 Normalanstiegen auf dem Traunstein. Ist ein Klettersteig der Kategorie B. Der zweite Steig auf ist der Hernlersteig, auch Kategorie B. Und der dritte Normalanstieg ist der Meieralmsteig. Ich werde schauen, wo ich runtergehe. Hernler ist der Vorteil, dass ich direkt beim Auto rauskomme. Und Meieralm ist halt der leichtere Abstieg. Aber du hast noch einen ziemlich langen Hatscher. Schauen wir mal. Die Passage da ist ein bisschen zum Aufpassen. Da ist mit Schneeschlag von da oben zum Rechnen. Einfach schnell durchgehen. Schneeschlagpassage hinter mir und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen da durch den Tunnel durch oder außen um. Wobei direkte Weg ist durch den Tunnel und darum mache ich das auch so. Ja, wie ihr jetzt seht, wir sind noch im zweiten Tunnel da und direkt da ist der Einstieg vom Naturfreundesteig. Ich werde mir jetzt eine zweite Kamera auf den Helm aufpacken und nehme euch mit. Weil es im Video zur Drachenwand wieder einmal aufgepoppt ist, werde ich das gleich am Anfang ohne Dialekt einsprechen, damit es jeder deutschsprachige Zuschauer versteht. Alpine Momente ist seit 2015 ein Kanal, der authentisch Bergtouren nach bestem Wissen und Gewissen dokumentiert. Hier bei uns gibt es Infos und subjektive Einschätzungen zu Bergtouren. Wer Videos zum Thema Sichern aus dem Lehrbuch oder Lehrvideos erwartet, bitte beim YouTube-Kanal vom Alpenverein oder bei Bergführern vorbeischauen. Ja. Da unten kommt man her. Man sieht, man macht gleich Meter. Aber Gelände einfach. Der Steig wird nie schwieriger wie Kategorie B. Nach der ersten Kraxelpassage bis nachher wieder im Gehgelände. Da geht übrigens der Steig weg Richtung Südwestgrat und Sanduhrenparadies. Sanduhrenparadies oben und unten in der Beschreibung verlinkt, habe ich schon mal gemacht. Und wir folgen einfach im Weg. Thank you.
Ihr seht es ganz gut. Versicherte, ausgesetzte Passagen wechseln da mit Gehgelände ab. Nur für Möglichkeiten, dass man sich bei der Tour immer wieder mal ausrastet. Ja, wir kommen jetzt da hinten her, von ganz unten. Und wie ihr seht, wir sind jetzt in der Sulzkogelscharte auf 800 Meter. Das heißt, es ist mehr oder weniger so die erste Etappe rauf. Ich habe alle Kletterstellen aufgenommen. Das heißt, ihr seht, da ist sehr viel Gehgelände drinnen. Ich ziehe mir jetzt einmal gemütlicher an. Es ist so heiß. Und nachher gehe ich weiter. So weiter geht es dann rauf. Ausgesetztes Gehgelände, schön versichert. Ja, nach der versicherten Passage wieder leichtes Gehgelände. Und jetzt kommen wir zum ersten Highlight, klettersteigtechnisch, der Tour. Und zwar da vorne diese Leiter. Nichts Schwarz, alles easy. Und schon sind wir herum. Unten ist jetzt die Leiter und da geht es auch gleich versichert weiter. Der Fels ist übrigens extrem abgespeckt. Hat damit zu tun, dass der Traunstein einfach so gut frequentiert ist und dementsprechend viel Leute da rauf und runter gehen. Und schon sind wir beim nächsten Highlight. Da in der Wand seht ihr die Treppen. Da bist du einfach ja, mit den Füßen in der Luft. So, das ist die Passage von oben, nicht schwer, A, B. Aber ausgesetzt sind wir da halt unterwegs. Ja, und das war's.
Der Tiefblick wird immer imposanter. Ich mache immer mehr Höhe. Und schon langsam komme ich auch regelmäßiger in die Sonne. Frühes Starten lohnt sich da beim Traunsee. Naturfreundesteig. Hinten wieder mit Gehgelände her. Kurz seilversichert da oben, aber nicht schwer. Und wieder Gehgelände. Ja, auf knapp 1000 Meter ist man da beim Ausstieg vom Südwestgrat. Da kommt man da her. Und wenn man Südwestgrat ist, steigt man normalerweise Naturfreundesteig ab. Sprich, da wo ich jetzt rauf bin. Südwestgrat sind der Ricardo und ich damals ausgestiegen, wie wir Sanduhrenparadies gegangen sind. Man sieht es auch ganz gut nach der ersten steilen Passage, also 500 Meter ungefähr, wo man durchgehend mehr oder weniger in der Wand ist, wird es jetzt einmal frei, das Gelände. Und eben auch, da seht ihr es, ein Rostbankerl. Wir gehen jetzt da um. Und schon wieder der nächste schöne Rostplatz mit traumhaftem Panorama auf dem Traunsee. Und rein ins Salz kann man gut. 1020 Meter, 3 Meter Bankerl heißt es da. Nach einer langen Gehpassage, jetzt hört es wieder einmal ein bisschen aufs Kraxeln zu. Einfaches Gelände. Und schon wieder vorbei. So steht das Stück von oben aus. Aussichtsplatz gibt es da noch und nöcher. Wahnsinn. Wir sind jetzt schon bereits im oberen Bereich des Naturfreundesteigs. Man sieht da schon das Naturfreundehaus da oben. Geht vorher noch einmal ein bisschen seilversichert auf. Aber alles in allem nicht mehr tragisch. Wobei, Tiefblick wird richtig cool dann.
Ja, da hinten kommen wir jetzt her. Und da sind wir jetzt in der Ausstiegspassage vom Naturfreundesteig. Da ist nochmal alles so schön durchversichert und abgedeckt. Einfaches Gelände, aber abgespeckt. Vermutlich so A, B. Da durch die Schlucht sind wir jetzt hinaufgekommen, so links rausgequert. Mittlerweile wieder da. Und da geht es jetzt dann durch das Loch durch und hinten nach rechts rum. Naturfreundehaus. Ja, liebe Freunde, das war jetzt und so weit der Naturfreundesteig. Ich habe es gesehen, es ist extrem viel Gehgelände. Ich empfehle auf jeden Fall einen Helm mitzunehmen. Beim Ausstieg ist ein Gams einmal vorbei auch. Also Steinschlag ist schon ein Thema da drinnen. Wer sich nicht sicher ist, Klettersteig sollte unbedingt mit. Nehmen wir, es sind schon ein paar ausgesetzte Passagen dabei. Und ja, wir sind jetzt da am Plateau herum. Da links seht ihr die Gmundner Hütten und rechts ist der Gipfel vom Traunstein. Ja, und da gehen wir jetzt einmal auf den Gipfel rauf. Da geht es jetzt noch an rechts zum Mooralm runter. Ich glaube, ja, da eine. Das ist eben einer von den drei Normalzustiege auf den Traunstein, beziehungsweise das ist sogar der einfachste. Und jetzt bin ich gerade sogar da drinnen. Sehr fix. Ich wollte ja noch auf den Traunstrafe gehen. Ich schaue nachher, ob ich da jetzt mal im Abi gehe. Später oder Herrnler, das seht ihr nachher noch. Da rauf geht es jetzt zur Gmundner Hütten und zum Herrnlersteig. Und da durch den Wald. Durch die Latschen geht es direkt zum Traunsteingipfel. Vielleicht auch noch zur Information. In der Gegend habe ich schon öfter Kreuzottern gesehen. So viel zum Thema Kreuzotter. Jetzt bin ich wieder am normalen Weg, wo es von der Gmundner Hütte hergeht. Und da vorne oben ist das Gipfelkreuz, der Gipfel vom Traunstein. So, liebe Leute. Der Keil vom Wächter des Salzkammerguts, vom Traunstein. Cool, mir taugt's. Und das Brutale ist, heute hast du eine Aussicht. Ich habe sowas noch nie gehabt da herum. Ich war schon oft herum. Aber heute sagt man, bis in die hohen Tauern. Bis in die hohen Tauern. Ihr seht es auf der Kamera nicht.
aber rechts vom Dachstein, ich sehe die hohen Tauern, genial, Wahnsinn. Links ist da irgendwo, müsste das sein, ja genau da, hinten das Naturfreundehaus und da vorne die Gmundner Hütten und von da geht der Hernlersteig runter. Da vorne draußen 60 Gmunden, Alpenvorland. Und ich werde mir jetzt da vorne auf dem Bankerl, werde mir hier jetzt gemütlich machen und mir beraten, wo ich runtergehe. Über den Moralmsteig oder über den Hernlersteig. Schauen wir mal. Zur langen Rast. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe über den Hernlersteig runter. Hintergrund ist einfacher. Es darf halt schneefrei sein. Und ich erspare mir nachher das Ganze außen einmal umgehen beim Berg. Das heißt, ich komme direkt beim Auto raus. Dafür gehst du halt länger an versicherten Steig runter. Ja, direkt bei der Gmundner Hütten steigt mein Hernlersteig ein. Herum ist noch ein bisschen Schnee, aber ich glaube, das müsste schon gehen. Ja, das geht schon. Für euch zur Info, Hernlersteig ist glaube ich auch Kategorie A, B, maximal B. Und die wichtigen, schwierigen Passagen sind alle seilversichert. Also auch im Hernlersteig wechselt Gehgelände mit so leichtem Kraxelgelände ab. Da wird es den Helm aus einem Grund nicht auf, weil ober mir der Herr kommt und ich davon ausgehe, dass ich nicht stürze. Da oben seht ihr jetzt die Gmundner Hütten, von da hinten kommen wir her. Und durch diese Schlucht da oben schlängelt sich der Hernlersteig. Ganz eine gute Idee, ich werde jetzt noch eine Zeit lang immer wieder im Schatten gehen. Jetzt da hinten versichert runtergekommen und da geht der Traunsee-Klettersteig auf. Dieser Steig, den habe ich schon mal gemacht. Ich verlinke euch das Video oben und da unten in der Beschreibung. Wenn ihr es noch einmal richtig cool sehen wollt, schreibt es mir ein, das mache ich gerne noch einmal. Ja, da ganz oben hinten komme ich jetzt her. Mittlerweile bin ich bei der Hohen Rast. Das ist auf 1230 Meter. Bis jetzt war es ziemlich anstrengend, meistens versichert, jetzt ist einmal wieder ein bisschen ein Gehgelände. Ich werde den Abstieg jetzt auch kürzer dokumentieren. Ich weiß nicht, ob es hier da vorne seht, da ist ein Gams. Und das müsste eigentlich die Gams sein, die der Herbert vorher auch schon gesehen hat. Ich habe nämlich einen Herbert getroffen. In dem Sinn, einen schönen Gruß raus, Herbert, hat mich voll gefreut, dass du mich angeredet hast. Und lass mich wissen, ob die Gams braun war, weil die ich gesehen habe, die war braun. Jupp, da ist jetzt der Ausstieg. Hernlersteig, 15 Minuten ist da zum Auto angeschrieben, Hansee Osthofer. Ich mache jetzt dann gleich einmal ein Resümee. Naturfreundesteig, netter Klettersteig,
für diejenigen, die sich da mal dran probieren wollen, sicherlich sehr gut geeignet, aber bedenkt, 1200 Höhenmeter sind da zum Absolvieren, das geht ganz schön auf die Kondition. Nehmt euch auch genug viel zum Trinken mit, genug viel zum Essen mit. Abstieg, Hernlersteig, von oben vor der Gmundnerhütte bis auf 1200 Meter, aber ist durchgehend alles mehr oder weniger versichert. Man macht am Anfang relativ wenig Höhenmeter, das zirkt sich ziemlich und danach wird es ein bisschen besser. Im unteren Bereich sind noch einmal ein paar Passagen, die versichert sind, aber größtenteils ist nachher eben so ein Weg wie da jetzt bei mir. Traunstein immer wieder richtig cooles Erlebnis, aber er ist sehr zum Aufpassen. Also im Traunstein ist schon extrem viel passiert. Jeder Schritt muss da passen. Nehmt euch auch zur Sicherheit einen Helm mit. In dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Video bewerten, Daumen oben oder unten. Wurscht. Bei Fragen benutzt bitte das Kommentarfeld. Wer das erste Mal dabei ist und in Zukunft nichts mehr verpassen will, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren. Noch gibt es eine Erinnerung, verpasst nichts mehr. Und wie immer, da auf der Seite geht es zu den nächsten Videos. Danke fürs Dabeisein. Ciao, pfiat euch. Geile Geschichte.